Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ja, Leute, ich begrüße euch herzlich zu unserer Freitag-Nacht-Ausgabe. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Freie Themennacht, offene Telefon-Talkshow. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht ist Petra, 24 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Hallo Petra. Um was geht's bei dir? Eigentlich habe ich zwei Themen. Also ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Ich war die erste Anruferin in diesem Jahr. Da ging es darum, dass ich Donnerstag einen Termin zur Abtreibung hatte. Mhm. Und mir darüber im Klaren war, was ich machen wollte, ja oder nein. Mhm. Und da wollte ich dir nur einmal Feedback geben. Ich habe nicht abgetrieben, aber ich hatte eine Fehlgeburt. Und ich glaube, ich habe mich noch nie so riesig, oder ich glaube, niemand freut sich so riesig über eine Fehlgeburt, wie ich das getan habe. Ist das so? Ja, ja. Weil ich einfach die Entscheidung nicht hatte. Mhm. Aber mein anderes Thema ist, ich habe mich verliebt. So, das klingt aber sehr, sehr gedämpft bei dir. Ja. Also mit wenig Euphorie, ne? Ich habe mich verliebt. Ja. Ja, weil eigentlich... Erzähl mehr. Ja, also ich bin eigentlich in einer Beziehung. Mhm. Und ich habe mich in jemand anderes verliebt. Dann verstehe ich natürlich schon gleich, dass du das mit wenig Euphorie erzählst. Ja. Mit schweren Atem. Ja. Du bist in einer Beziehung, wie lange dauert diese Beziehung schon? Wie lange? Ein Jahr. Ein Jahr. Mhm. Ein Jahr. Und du bist jetzt verliebt in einen neuen Mann, gehe ich mal von aus. Ja. Seit wann? Das, ja, hat eigentlich kurz vor der Fehlgeburt fing das so langsam an. Mhm. Also ein paar Monate jetzt. Ja, wo hast du ihn kennengelernt? Ich kenne ihn gar nicht. Du kennst ihn gar nicht? Nein. Aber du bist verliebt. Ja, alles, also, alles klar. Ich arbeite auf einer Flirtline. Ja. Und habe dort jemanden kennengelernt. Du, Peter, musst du aber, auf der Flirtline musst du aber ein bisschen mehr Schmackes haben, glaube ich. Als so, wie wir beide uns jetzt gerade unterhalten. Ja. Ne? Ja. Normalerweise schon. Aber du redest ja jetzt aber als schwerwiegendes Problem. Insofern sei es dir verziehen. Ja. Du hast den auf einer Flirtline kennengelernt, während der Arbeit quasi. Ja. Ja. Und wie oft telefonierst du mit ihm? Jeden Abend. Privat? Nein. Immer auf der Line? Auch. Das also manchmal privat, aber meistens auf der Line. Das heißt, der Arme muss richtig Geld investieren, um mit dir zu reden. Muss er ja nicht. Er kann mich ja auch so anrufen. Er könnte dich auch privat anrufen. Ja. Und warum tut das nicht? Weiß ich nicht. Vielleicht hat er zu viel Geld. Ich weiß es nicht. Ja, das ist aber seltsam. Er könnte dich eigentlich ganz privat anrufen und er gibt richtig Kohle aus, um mit dir zu reden? Ja. Was ist denn das für ein seltsamer Vogel? Erste Frage. Nein, der ist nicht seltsam. Zweite Frage, du bist richtig verliebt aufgrund der Gespräche, die ihr miteinander geführt habt. Aufgrund der Gespräche, auf jeden Fall. Also. Habt ihr denn auch schon knallharten Sex am Telefon gehabt? Ja. Auch das auch schon? Ja. Ja. Also nicht nur gute Gespräche, ne, über geistige Dinge, sondern zack. Also ich würde sagen, den Telefonsex haben wir aber eigentlich erst vor kurzem das erste Mal gehabt. Aha. Man muss sich ja erstmal ein bisschen rantasten. Naja. Wo wohnt er denn? Wohnt er in deiner Umgebung? In deiner Nähe? Nee. Wie weit wohnt er entfernt? Wie weit ist Halle an der Saale von Köln-Bonner Raum entfernt? Oh, das ist weit. Weit, ja. Das ist ziemlich weit. Mhm. Ja. Aber du bist in einer festen Beziehung und sagst, dass du dich verliebt hast, was ja schon ungewöhnlich ist, nur aufgrund von Telefonaten. Ja, er hat mir Fotos geschickt. Na gut, und er hat Fotos geschickt. Und er gefällt dir, auf dem Foto gefällt er dir. Ja. Ja. Er ist es auch auf dem Foto? Also ich denke schon. Nicht Richard Gere auf dem Foto? Guck mal genau hin. Nein, nein, nein. Mensch, warum verliebst du dich denn in irgendeinen anderen Mann am Telefon, wenn du eine Beziehung hast? Was ist denn mit deiner Beziehung los? Nicht mehr viel. Das habe ich mir gedacht. Ja. Ja. Wie sieht's denn da aus? Gibt's da noch Liebe? Leidenschaft? Also, körperlich nie. Nie? Gar, nein, nein, nee, habe ich gesagt. Nee, also nee, da läuft gar nichts mehr. Nee. Und so? Seelisch? Geistig? Sagen wir so, ich finde Wochenendbeziehung.
Mein Freund kommt normalerweise freitags zu mir. Manchmal auch erst Samstagnachmittag, fährt Sonntagmittag, Sonntagnachmittag wieder. Die ganze Woche über, oder sagen wir so, Montag, Dienstag freue ich mich drauf. Mittwoch wird das Ganze schon mal ein bisschen gedämpfter, donnerstags auch. Und freitags, wenn er hier ist, wünsche ich mir eigentlich oft, dass wir schon Sonntag haben. So, jetzt frage ich dich die ganz klare Frage, warum machst du nicht Schluss? Warum beendest du diese Beziehung nicht? Wenn man sich überhaupt nicht mehr auf den Partner freut? Kann ich dir nicht sagen. Doch, musst du mir sagen. Verlange ich jetzt von dir. Ja, verlangst du jetzt. Du bist keine 14. 14-Jährige können das manchmal viel klarer sagen, als vielleicht du mit deinen 24. Ja, also ich habe halt ein Kind, das ist nicht von meinem Freund. Aber mein Sohn und mein Freund, die haben eigentlich ja eine richtig gute Beziehung zueinander. Wiegt schwer, aber ist nicht ein ausschlaggebendes Argument. Das ist mir absolut klar. Das wird auch nicht auf Dauer irgendwie deshalb irgendwie aufrechterhalten. Thematisierst du denn bei ihm eure oder deine Unzufriedenheit? Thematisieren vielleicht nicht, also was heißt vielleicht nicht, also eigentlich nicht, aber... Also man kehrt alles unter den Teppich und... Man kehrt alles unter den Teppich, streitet sich über Kleinigkeiten, hat Meinungsverschiedenheiten. Und macht dann wieder gute Miene zu bösem Spiel. Nicht oder unbedingt, also ich weiß nicht. Aber man geht nicht an die Wurzeln ran. Nee, an die Wurzeln wird gar nicht ran. Deswegen ist das Thema eigentlich nicht, Petra, dass du jetzt einen neuen Freund hast oder in den du dich verliebt hast, in so eine Cyber-Geschichte da, sondern das Thema ist deine Beziehung, finde ich. Mein Thema ist doch mein Verliebtsein. Bitte? Mein Thema ist aber mein Verliebtsein. Ja, aber das ist ja also alles... Ich mache mir total wenig Gedanken über meine Beziehung. Ja, aber das ist doch das Schlimme. Das ist doch schlimm. Das hängt ja nun wirklich alles miteinander zusammen. Eigentlich, du sagst, dass du diesen Mann, mit dem du eine Beziehung führst, nicht mehr liebst. So habe ich das verstanden gerade. Ja. Dass ihr euch eigentlich annervt. Ja. Dass du dich gar nicht freust, wenn er dich am Wochenende besucht. Dass es irgendwie nur so eine Routine ist, nach einem Jahr. Ihr seid ja auch erst ein Jahr zusammen. Um Gottes Willen, Petra, warum seid ihr zusammen? Ich weiß. So. Das heißt, diese Sache müsste erstmal geklärt werden oder du musst dich von ihm trennen. Und dann ist das andere Thema kein Thema mehr, sondern eine schöne und freudige Nachricht. Gut, aber die Entfernung ist halt immer noch eine ganze Ecke. Natürlich, aber du bist eine erwachsene Frau, du hast ein Kind. Du kannst doch nicht einfach nur so ein Pseudokram neben dir herlaufen lassen ein Jahr. Das ist doch unwürdig, für dich unwürdig und für den Mann unwürdig. Du fühlst dich nicht gut dabei. Und dann ist es ja ganz klar, dass du dich da in irgendjemand anderen verliebst. Ist doch völlig normal und überhaupt nicht zu kritisieren. Ja, ja. So, mein klarer Tipp, mach klar Tisch mit deiner Beziehung. Was auch immer dann dabei rauskommt. Redet erstmal miteinander. Das ist der erste Schritt. Und vielleicht bringt das ja nochmal was in die Gänge, was euch halten könnte. Weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Oder es ist dann wirklich besiegelt danach, dass ihr nicht mehr zusammen seid. Und dann besuchst du den in Halle. Aber erstmal redest du mit deinem Freund. Ja. Alles klar? Ja. Petra. Jürgen, ja. Darf ich den noch grüßen? Ja gut, eine Ausnahme heute. Du bist heute die Ausnahme. Dankeschön. Du Bär mit dem Holzgewehr. Thomas, ich grüße dich und ich habe dich ganz, 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 ganz tolle lieb. Der Bär mit dem Holzgewehr. Ja. Der Bär mit dem Holzgewehr. Alles Gute. Okay. Tschüss, Petra. Tschüss. Ich habe ein bisschen Post mitgebracht heute, meine Lieben. Und es geht gleich los mit einer gezielten Frage hier, was unser Studio betrifft. Hallo Domian, ein uralt Zuschauer fragt, wo ist dein Hirsch im Hintergrund? Dein weißer Hirsch, diese Frage stellt Manfred aus Uxheim. Der Hirsch ist weg. Der Hirsch ist weg. Aber nur für eine bestimmte Zeit. Denn er ist zu den Ehren gekommen, in einem Museum zu stehen. Der Hirsch befindet sich... ab Montag, glaube ich, in Goch, im Museum Goch. Und da gibt es eine Ausstellung von dem deutsch-israelischen Künstler-Duo Trash Treasure. Und die Ausstellung heißt Mob Art von wegen Pronto. Und da geht es um Staubfänger. Und da steht unser schöner weißer Hirsch, der sonst immer da hinten steht. Jetzt haben wir ein Schweinchen dahingestellt, das ich mal geschenkt bekommen habe vor einigen Monaten. Diese Ausstellung geht und gibt es in Goch bis zum 14.04.2002. Und die Ausstellung, sage ich nochmal, heißt Mob Art von wegen Pronto. Und da könnt ihr unseren Hirschen, unseren original weißen Hirschen aus der Sendung anschauen. Jetzt geht's weiter mit Martin. Und Martin ist 22 Jahre alt. Guten Morgen. Martin! Ja? Die hat die Sprache verschlagen, was, wenn ich von dem Hirsch spreche.
Ja, eigentlich schon. Guten Morgen, um was geht's bei dir? Also ich bin 22 Jahre alt und ich habe eine Freundin, die ist erst 12 Jahre alt, also ziemlich jung für mich. Und mein Problem ist, dass ihre Eltern mich halt nicht akzeptieren wollen, weil sie halt sagen, ich bin zu alt. Und ist ja vielleicht auch gar nicht so eine dumme Einstellung, ne? Ja, aber es ist halt schon, die Liebe ist halt da und ich kann sie jetzt auch nicht irgendwie aus meinem Kopf rausschießen, die Julia. Und Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Also ein Freund von mir spielt mit mir in einer Band, meine Band Younes, und seine Schwester ist meine jetzige Freundin. Und so kam der Kontakt dann zustande? Also sie hat ihm erzählt, also sie war bei uns mal bei der Probe dabei und hat ihm erzählt, ja, sie hat sich halt mich verknallt, also nur in Anführungszeichen. Mhm. Und er hat dann zu mir gesagt, hat es mir halt so zukommen lassen und ich habe dann gemeint, ja, ich habe auch so ein bisschen schon Gefühle für sie. Also sie war dann öfter da zum Proben, mit einmal ist es ja nicht getan. Und dann habe ich sie mal drauf angesprochen, sie dann ganz schüchtern und so. Und dann ist halt dazu gekommen, dass wir uns geküsst haben und sie hat dann gemeint, ja, dass sie mich wirklich liebt. Und seitdem sind wir halt jetzt seit dem August 2001 zusammen. Was heißt denn zusammen seit dem August 2001? Was heißt ja, zusammen? Ja, wir treffen uns regelmäßig natürlich, in der Woche vielleicht so dreimal. Dann entweder bei, also meistens bei mir, weil ihre Eltern das halt nicht gedulden, wenn ich komme, nur wenn sie halt nicht da sind, die arbeiten beide. Mhm. Hast du eine eigene Wohnung? Ich wohne mit einem Freund zusammen, also in der WG. Kleinen WG. Mhm. Ja. Und wie sieht jetzt dieses Zusammensein aus? Wie weit geht ihr? Wie weit gehst du? Habt ihr miteinander geschlafen schon? Ja, verboten, ne? Wie bitte? Ja, ich sag nur, dass Zusammenschlafen verboten ist. Also sie ist ja erst 12. Ist ja erst, ich glaube, ab 14, jetzt die Dame vorhin am Telefon hat gesagt, ab 16 gut. Erlaubt. Ich habe mich da schon mal erkundigt, also soweit ich weiß, ab 14 erlaubt. Gut, so ist die Rechtslage. Meine Frage war aber, habt ihr schon miteinander geschlafen? Nein, wir haben noch nicht miteinander geschlafen. Also sie hat es mal drauf angelegt und wollte halt, weil sie halt dann in ihrer Klasse jetzt so bei ihren Freundinnen die Tolle sein wollte wahrscheinlich, wollte sie dann halt sagen, dass sie als erstes mit dem Jungen geschlafen hat. Aber ich habe sie dann plausibel gemacht, dass das halt verboten ist und dass ich ihr auch nicht wehtun will, ich weiß es nicht. Wie ist sie denn so, wie kann man sie sich äußerlich vorstellen? Ist sie noch eher kindlich oder schon relativ entwickelt? Sie ist schon reifer, als sie eigentlich mit 12 Jahren sein müsste, das finde ich schon. So, jetzt haben die Eltern Wind davon bekommen, von der ganzen Angelegenheit, ihre Eltern, und die sind nicht besonders begeistert davon. Ja, eigentlich haben sie nicht Wind davon bekommen. Also wir haben gedacht, ja, okay, mir sage das denn einfach. Sie hat mich dann mit nach Haus gebracht. Ich war ja sowieso schon öfter bei ihnen gewesen, weil ich ja mit dem Bruder da. Und sie hat mich dann halt ihren Eltern nochmal direkt vorgestellt und so und hat gesagt, dass wir jetzt zusammen wären. Und ihre Mutter erstmal voll ausgerastet und hat halt gemeint, ja, der ist doch viel zu alt für dich und der hat eh keinen gescheiten Beruf. Also ich bin Dreher und Schleifer, ich verdiene jetzt so 1200 Euro im Monat. Und sie hat halt gemeint, ja, der hat keinen gescheiten Beruf, die kommen auch mehr aus einem höheren Stand oder so. Also sie haben schon ein bisschen Geld, so größeres Haus und so. Und die hat gemeint, ich wäre einfach nicht der Richtige für ihre Tochter, die Mutter jetzt. Und der Heinrich, der hat eigentlich weniger gesagt, das ist ihr Vater. Ja. Und er wollte aber dann auch nicht, dass wir uns halt länger sehen. Und deshalb das heißt, wir treffen uns dann teils heimlich, teils bin ich dann auch da. Und wenn ich bei ihnen bin, sag halt einfach, ja, ich bin beim Nikolai. Aber im Klartext, die Eltern wünschen diesen Kontakt nicht. Nein. Ne? Das heißt das? Ja, das ist mein Problem. Sie wollen mich halt nicht so in ihrem Haus jetzt mehr sehen lassen, auch nicht so, wollen auch mehr oder weniger den Kontakt zum Nikola und dem Keyboarder jetzt abbrechen, aber das können sie nicht machen, dann machen sie uns die Band kaputt und so. Also Martin, ich will dir mal sagen, ich kann das gut verstehen, dass man als Elternteil vorsichtig und um nicht zu sagen, sehr ablehnend eingestellt ist, wenn man ein 12-jähriges Kind hat, ein 12-jähriges Kind, wir wollen das ja mal so ausdrücken, und da kommt ein 22-jähriger Bursche und will sich mit ihr liieren. Ich glaube, dass ich da auch sehr strikt reagieren würde. Und du begibst dich auf, du gehst auf äußerst dünnem Eis im Moment. Du bist halb im Gefängnis oder halb droht ja ein Straftatbestand. Du hast dich auf ein Verhältnis mit einem Kind eingelassen. Und was das bedeutet, weißt du, wie unsere Rechtslage ist, weißt du auch, welche Konsequenzen das für dich und dein Leben haben könnte, das ist unter Umständen enorm.
Zumal du das ja auch noch ein bisschen forciert hast. Du hättest da ja gar nicht drauf eingehen müssen. Gott, als Zwölfjähriger verknallt man sich gerne mal in irgendjemanden, der älter ist und himmelt den an. Wenn du frühzeitig abgebremst hättest, wäre das gar nicht so weit gekommen. Ja, aber man weiß es nicht genau. Ach, natürlich, aber natürlich. Man hat doch als Älterer immer eine größere Macht und einen stärkeren Arm und kann so etwas forcieren und leiten und trägt dann unter Umständen binnen Kürze eine riesige Verantwortung. Ja, ihr Eltern könnt ja auch irgendwie ein bisschen drauf kommen, dass ich auch irgendeinen Verstand habe. Ich bin ja auch nicht mehr jetzt. Ja, aber man muss es aber doch dennoch akzeptieren, dass Eltern sich Sorgen machen und sagen, nee, ich möchte gern, dass mein Kind, wenn es schon eine Beziehung hatte, mit einem Gleichaltrigen, aber nicht mit einem so großen Altersunterschied. Da ist ja auch keine Gleichwertigkeit. Man ist mit 12 vollkommen anders entwickelt als mit 22. Das kannst du mir nicht erzählen, dass ihr auf einer gleichen Ebene miteinander umgeht. Und die Gefahr, dass du in vielen Dingen vielleicht einen sehr großen und unter Umständen vielleicht auch negativen Einfluss, das will ich nicht sagen, aber auf jeden Fall einen Einfluss auf sie nimmst und ihre Entwicklung behinderst oder irritierst, die ist einfach gegeben. Insofern finde ich diese Regelung völlig in Ordnung zu sagen, nee, nicht so weit nach unten sich einlassen, altersmäßig, wenn es um Partnerschaften geht. Ja, es ist aber jetzt halt passiert, ne? Ich kann jetzt nicht zu ihr hingehen und sagen, tut mir leid, Domian hat gesagt, ich soll Schluss machen. Also ich möchte nicht, dass du sagst, der Domian hat gesagt, ich soll Schluss machen. Ja, natürlich klar. Kannst du Schluss machen, natürlich kannst du die Finger davon lassen, wenn es auch traurig ist erstmal. Aber was hat denn das für eine Perspektive? Die Eltern haben es verboten. Die Eltern können dich anzeigen, Martin. Dann hast du eine Anzeige am Hals, dann hast du eine Gerichtsverhandlung am Hals. Willst du das? Es wird teuer, glaube ich. Es wird nicht nur teuer, es könnte wirklich deine ganze Zukunft enorm belasten oder vielleicht sogar ruinieren, wenn du auch in diesem Ruf stehst. Ja. Ich finde das eigentlich auch gar nicht mehr diskutabel. Ich finde, ich sage dir ganz, ganz klar, auch ohne Differenzierung, beende dieses Verhältnis mit diesem 12-jährigen Mädchen. Wenn das Herz auch jetzt wehtut und für sie das auch sehr schlimm ist, aber diesen Vorwurf mache ich dir, weil du es überhaupt angefangen hast, dafür ist es jetzt für sie sehr schlimm und sehr traurig, aber da müsst ihr jetzt durch. Aha. Ich finde, sie ist wirklich viel zu jung für dich. Wirklich. Abgesehen von der Rechtssituation, in der wir leben. Ja, toll. Ja. Jetzt bin ich sprachlos. Ja. Was hast du von mir erwartet? Denkst du, ich sag dir, renn in dein Verderben rein, oder was? Ja, ich hatte halt gedacht, du könntest mir vielleicht Tipps geben, wie ich mit ihnen Eltern ein bisschen ins Reinere kommen könnte, also so, wenn ich ihnen vielleicht... Aber Martin, wenn die Eltern ganz klar sagen, die wollen das nicht, das sind die Eltern und sie ist das Kind. Da gibt es überhaupt gar keine Tricksereien. Wenn sie das so sehen und so wollen, dann ist es so, Punkt. Sie haben die Fürsorgepflicht. Ja, da hast du recht, ja. Und alles, was du machst, verkompliziert die Situation nur noch mehr, verhärtet die Fronten. Und der Weg von dann zum Staatsanwalt ist nicht mehr weit für die Eltern. Ja. Ich kann dir nicht mehr sagen. Also für mich ist dieser Fall völlig klar. Obwohl ich natürlich auch Verständnis habe für eure Gefühle und auch für die Gefühle des Mädels. Das Mädel tut mir noch mehr leid, als du mir leid tust. Weil sie sich jetzt sicher da sehr reingesteigert hat und reingedacht hat und jetzt kommt das böse Erwachen. Aber jetzt ist es nun mal so. Du warst der Ältere, du bist der Erfahrenere, du hättest das gar nicht dazu kommen lassen müssen. Ja. Jetzt zieh die Notbremse, du kannst sie jetzt noch ziehen. Ja. Das ist meine Meinung, Martin. Okay? Gut, ja. Alles Gute. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Tschüss. Susanne, 32 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Susanne. Hallo. Was führt dich zu mir? Was mich zu dir führt? Ja, was ist dein Thema? Wir haben am Dienstag schon mal telefoniert. Ha! Ich weiß es. Genau. Susanne, 32 Jahre, ist verliebt in ihren Chirurgen. Super, nicht in den Frauenarzt. Nicht in den Frauenarzt. Genau. Und das schon seit, wenn ich mich recht erinnere, seit 2 Jahren. Ne, genau, sogar. Genau. Und du, ja. Jeckes Huhn, hast dir die Arme aufgeschnitten. Genau. Um zu ihm zu kommen, um von ihm behandelt zu werden. Ja, genau. Und hast ihm, soweit war es dann, das hast du mir gesagt, einen Brief geschrieben und in dem Brief ihm deine Liebe gestanden. Genau. Und dieser Brief sollte nach unseren Berechnungen Anfang der Woche gestern ankommen. Der ist
Nein, nicht gestern. Der war am. Ich hatte den von Montag auf Dienstag die Nacht in seinen Briefkasten geworfen. Dann war er da schon da. Genau. So. Und er hatte ihn, wo wir telefoniert hatten, hat er den schon im Briefkasten gehabt. Genau. So, halt, jetzt nochmal zur Klärung für alle, die das nicht gehört haben. Der Arzt ahnte von dem nichts, weil ihr hattet noch nie darüber gesprochen. Nein, wie auch. In der Praxis ist immer blöd. Ist immer blöd, da kann man nicht sagen, genau. Ich finde sie sexy oder so. Es passt nicht so gut. Und du hattest auch gar keine Ahnung, wie er das wohl aufnehmen würde, weil so flirtenmäßig und so konntest du auch nicht sagen. Nein, da war einfach zu wenig Zeit. So, jetzt hattest du heute oder gestern einen Termin bei ihm? Ich war gestern bei ihm. Jetzt Mittwoch war ich bei meinem Psychologen. Ja, den Psychologen, den klammern wir im Moment mal eben aus. Ja. Wie hat der Chirurg auf deine Liebeserklärung reagiert? Also ich bin dann dahin und habe dann da gesessen und er kam dann, hat mich ins Behandlungszimmer gerufen. Da war es dann erstmal seine Sprechstundenhilfe am Computer. Oh. Da wäre ich dann am liebsten wieder rausgegangen. Allerdings. Aber kann man ja nichts machen. Nee. Dann hat er mir das Pflaster vom Arm genommen und hat dann gesagt, setz dich mal da auf die Liege. Ja. Dann habe ich mich dann da hingesetzt und hat sich dann seinen Hocker genommen und hat sich genau vor mich gesetzt und hat mir ganz tief in die Augen geguckt. Mm. Ja, das war schön, aber... Und dann sagte er zu mir, Frau Kaspari, ich habe Post gekriegt. Ja, und dann habe ich gesagt, ja. Ich sage, und warum erzählen Sie mir das? Mhm. Ja, sagt er, ist ja ganz nett, aber... So, was willst du denn mit so einem alten Sack? Und der ist 45, ne? Nee, habe ich gedacht. Sorry? Er ist wohl schon 53. Und daraufhin habe ich ihm dann gesagt, dass er sich gut gehalten hat. Ein schönes Kompliment für den Herrn Chirurgen. Ja, natürlich. Und er meinte dann, er hätte Frau und Kinder und er glaubt nicht, dass sie das dann so schön finden würde. Und ich wusste dann einfach nicht, was ich sagen sollte, weil man ist dann schon vom Kopf gestoßen. Also sind ein paar Tränchen gekullert? Ja, so ein paar. Ein paar. Du Arme, du saßt denn da bei ihm auf der Bahre? Ja, ich war ganz nah und er war trotzdem ganz weit weg. Also er will dich nicht im Klartext? Nee, ich glaube nicht. So, aber wie ich es mir schon gedacht habe. Ja, habe ich mir auch gedacht, aber... So, hattest du ihm eigentlich in dem Brief gestanden, dass du dich extra da verunstaltet hattest am Arm? Ja, das ist das, was mich am meisten verletzt hat, weil er ist darauf nicht eingegangen. Er hat einfach nur gesagt, dass er eben verheiratet ist und zwei Kinder hat und dass seine Frau logischerweise das gar nicht toll finden würde und er ja viel zu alt wäre für mich und wenn er irgendwann mal 75 ist, dann bin ich ja 50 und... Er will nicht, dass ich ihn dann im Rollstuhl durch die Gegend fahre. Und dann habe ich immer gesagt, wenn man jemand liebt, dann spielt das Alter keine Rolle. Mhm. Ja, und dann guckt er mich nur an und dann meint er ja. Und dann irgendwie, dann hat er ein Pflaster geholt und hat mir das auf den Arm geklebt. Und ja, dann war die ganze Sache halt. Also, er hat es dann sehr freundlich umschifft, dir zu sagen, sie interessieren mich nicht die Bohne. Ne? Indem er das so gesagt hat, von wegen, wenn ich dann alt bin und so. Also es heißt, es heißt so viel, ne? Ich bin daran nicht interessiert. Genau, es heißt, ich will nicht. Ich aber will nicht. So, kannst du das hier so akzeptieren? Nein, überhaupt nicht. Musst du aber, Susanne? Nee, es geht aber nicht. Es gibt keine Zwangsverheiratung mit dem Chirurgen. Nein, ich will ihn auch gar nicht heiraten. Ja, es gibt auch keine Zwangsliebesbeziehung mit einem Chirurgen. Nein, das ist ja auch nicht der Punkt. Du kriegst den Chirurgen nie. Wetten? Nie kriegst du den Chirurgen. Glaube ich dir nicht. Ich bin hundertprozentig sicher. Warum nicht? Nee, also was willst du denn jetzt noch hören, Susanne? Du steigerst dich wirklich da rein wie ein Teenager. Nein. Doch, das klingt so, wenn so kleine Mädels in irgendwelche Boygroups verliebt sind. Und du bist 32 Jahre, unterstreichen wir diese Tatsache nochmal. Echt? Ja, 32 Jahre, sage und schreibe. Ja, schon seit 3 Tagen, genau. Mensch, ja genau, du hast Geburtstag. Nein. Wie soll es denn jetzt weitergehen? Also du bist noch immer hartnäckig, höre ich schon. Nein, hartnäckig nicht. Was einfach verdammt wehgetan hat, ist, dass er, da stand ja nicht nur drin, dass ich mich in ihn verliebt habe, sondern diese anderen Sachen, da weiß ich nicht. Aber er weiß ja eben auch, wenn ich mich recht erinnere, dass du in einer psychologischen Behandlung auch bist, ne? Ja, das ist ja sein Kollege, zu dem er mich überwiesen so, hat. So, insofern ist es doch okay, dass er sich da nicht großartig einmischt. Dann wird er denken, das ist jetzt Aufgabe des Psychologen, diese Sachen zu klären. Ja, aber weiß er, was ich mache, wenn ich alleine zu Hause bin? Nee, aber es wird ihm auch relativ egal sein, sage ich dir.
Du kannst ihn auch nicht zwingen oder erpressen mit irgendwelchen neuen... Nein, ach, erpressen will ich ihn noch gar nicht, um Gottes Willen. Aus dem Alter bin ich raus. So, was willst du denn jetzt tun? Was ich jetzt tun werde? Ich werde morgen dahin fahren und gucken, wo er wohnt. Und dann werde ich gucken, ob da wirklich eine Frau und zwei Kinder rumlaufen. Ach, Susanne, jetzt wird's allmählich albern. Warum albern? Nee, das ist völlig albern, dein Verhalten. Du hast doch, und wenn da überhaupt keine Frau und kein Hund und kein Kind und was ich was rumläuft, der will dich nicht, Punkt. Akzeptier das doch, geh dem Mann doch nicht auf die Nerven. Ich gehe dem Mann nicht auf die Nerven, doch, wenn du, doch nicht. Ja, wenn du, was soll denn das, was soll so eine Aktion? Du gehst dann vor das Haus und vielleicht sieht er dich doch, aber auch egal, wenn er dich nicht sieht, es ist eher alles schon ein bisschen peinlich dann. Für dich selbst auch, finde ich. Nee, finde ich gar nicht. Doch, Susanne, du bezweckst überhaupt gar nichts damit. Nichts, Punkt, Ausrufungszeichen, nichts. Du kriegst ihn nicht. Such den anderen. Geh zu deinem Psychologen und versuche das alles so ein bisschen aufzuarbeiten mit ihm, damit er es aus dem Kopf rauskriegst. Ist ja gut, dass du jetzt eine psychologische Anbindung da hast. Und such dir andere knackige Männer in deiner Stadt aus. Kann ja auch wieder ein Arzt sein, ist ja egal. Nee. Von Ärzten bin ich erstmal geheilt. So will ich das hören von dir. Von Ärzten bin ich geheilt, auch von Chirurgen, ne? Susanne, vielleicht ist der nächste ja Frauenarzt. Nein. Und versprich mir bitte nicht, da hinter den Büschen zu sitzen morgen oder übermorgen. Ich sitze bei dir nicht hinter den Büschen. Ich fahre da mit dem Auto ganz normal her. Ist das verboten? Ja, das ist verboten. Ich verbiete es dir jetzt hiermit. Du meinst also wirklich, dass ich mich daran halte, ja? Ja, ich hoffe es sehr. Ich würde es mir sehr für dich wünschen, sagen wir es so. Weil es nichts bringt. So, ja, jetzt ich haben weiß, wir. Dass es nichts bringt, aber trotzdem fahre ich da morgen. Vielleicht ist es ja dein Weg, das zu verarbeiten. Dann fahr mal hin und guckst dir an. Und vielleicht wirst du dann konfrontiert mit einer Horde fröhlicher Kinder und einer tollen Frau und dann bist du noch kleiner mit Hut. Dankeschön. Du machst mir jetzt sehr viel Mut. Ja, ich will ja gar keinen Mut machen. Das ist ja der Sinn des Gesprächs. Nein, du hast ja recht. Klar, stimmt schon. Der will nicht und fertig. So, genau. Schön, dass wir nochmal haben reden können, weil ich habe gefiebert. Wie ist es ausgegangen? Und viele Zuschauer und Zuhörer sicherlich auch, Susanne. Ja, ich auch. Ich habe auch gefiebert. Alles Gute. Ja, wünsche ich dir auch. Tschüss. So, mal wieder etwas Post nebenher. Benjamin, 27, aus Salzburg, hat mir geschrieben und der schreibt: Hi Domian, ich kann dir nur beipflichten. Auch ich finde den Namen unserer neuen Währung, also Euro, gut. Aber es ist unglaublich, dass wir die kleine Einheit Englisch aussprechen sollen, wo England nicht mal am Euro beteiligt ist. Also Leute, sagt Cent mit Z und nicht Cent. Das sagt Benjamin und das sage ich auch mit Nachdruck gerne und immer wieder. Dann hat mir Esther gefaxt und Esther schreibt: Lieber Domian, meine beste Freundin Isabel und ich sind wahnsinnige Fans deiner Sendung und verfolgen sie jede Nacht. Bei mir ist das auch ziemlich einfach, da ich in Nordrhein-Westfalen wohne. Bei Isabel ist es leider nicht so, weil sie im Moment in Spanien ein Auslandssemester macht. Sie hat dort keinen Fernseher und auch kein Internet. Jedoch habe ich eine Lösung gefunden, damit Bella auch so weit weg von zu Hause ein Stück Heimat, Domian, hat. Ich nehme deine Sendungen jede Nacht auf und schicke Isabel einmal die Woche einen Brief mit den Aufzeichnungen. Und hier nun meine Bitte. Kannst du nicht bitte, 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 bitte in deiner Sendung einen lieben Gruß an Isabel und an alle anderen spanischen Domian-Fans in Gran Canaria schicken? Das mache ich doch wirklich sehr gerne. Also schöne Grüße an Isabel und überhaupt an alle Deutschen oder auch Spanier, die uns verstehen können, die uns in Spanien empfangen können. Schöne Grüße darunter. Ihr habt ja schon Frühling, ihr habt's gut. Hier ist es noch ziemlich kühl und nass. Sven ist jetzt hier. Sven ist 24 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Sven, was ist dein Thema? Also ich hatte gestern schon mal angerufen, da war das Thema eben, ich traue mich nicht auf Straße oder alle. Man hat Angst vor mir, ist das Thema. Ja, richtig, man hat Angst vor mir. Ja. Eben dadurch die Operation, oder ich hatte erstmal, muss ich anfangen, dass ich einen Unfall hatte. Mhm. Und also es gibt Leute, die sich vor dir fürchten oder die. Richtig, ja. Warum? Durch einen Unfall bedingt? Ja, durch einen Unfall bedingt. Das war eben auf der Autobahn. Wir hatten einen Unfall in Düsseldorf und ja, da ist die Windschutzscheibe in meiner rechten Gesichtshälfte, ist die Windschutzscheibe eingeschlagen und habe dadurch meinen Schädel zerstört und mein rechtes Auge auch. Und es fällt mir jetzt noch schwer, darüber zu reden eben. Ne?
was ist, also jetzt. Wie lange liegt es zurück? Das ist 2 Jahre jetzt. 2 Jahre. Also die Windschutzscheibe ist in dein Gesicht geschlagen und hat eine Gesichtshälfte sehr stark in Mitleidenschaft gezogen. Ja, also das kann man sagen, bald rausgetrennt. Ne? Rausgetrennt? Ja, richtig. Das heißt also, es fehlt auf einer Seite das Auge, ist weg? Richtig, das und was Auge ist weg. Was ist mit der Nase? Ein Stück vom Schädel ist weg, oben die Nase ist etwas entstellt dadurch und ist sehr schlimm. Also hast du da, wo das Auge ist, so eine tiefe Einmuldung? Richtig, richtig. Also ein Loch? Ein Loch, ja. Das heißt also, wenn man es ganz, ganz klar ausdrückt, dir fehlt die Hälfte deines Gesichtes. Richtig. Und da, wo Gesicht sein sollte, ist einfach eine tiefe Mulde. Richtig, eine Mulde. Und wie ist es mit dem Mund? Kannst du normal, kannst du ja normal. Das ist normal, das geht noch, ja. Mhm. Also ist der Kieferbereich ist nicht verletzt worden, Gott sei Dank. Ist nicht in Leidenschaft gezogen worden, nein. Und du sagst, oben an der Stirn fehlt auch etwas. Ja, richtig, also bis zum oberen Schädelknochen. Mhm. Wurde mir dann der Schädelknochen entfernt, also der etwas vom Schädel wurde mir entfernt. Und das ist ziemlich schlimm, sag ich mal. Ich traue mich auch jetzt, ich habe jetzt auch eine Prothese, muss ich dabei sagen. Mhm. Und das ist... Also das ist so eine Plastikabdeckung, das kaschiert das so ein bisschen, wahrscheinlich mit einem künstlichen Auge. Richtig, das ist ja. Also wie eine Maske ist es eigentlich wahrscheinlich. Richtig, ne? Richtig. Mhm. Und man sieht aber die Maske, also wenn ich nach draußen gehe oder so, man sieht es nun mal eben, ich habe ein Glasauge da drin und... Sag mal Sven, zu meinem Verständnis noch, wenn man dann diese Maske abnimmt und du sagst, du hast in dem Gesicht so eine tiefe Wölbung, so eine Höhle. Richtig. Was ist denn in dieser Höhle drin? Ist die ganz ausgeheilt? Oder? Genarbt ist das. Und ich muss auch noch mindestens 4-mal im Jahr muss ich ins Krankenhaus. Da muss ich dann eben die Wundlegung muss dann trockengelegt werden. Was muss halt trockengelegt werden? Die Wunde eben. Ach, das ist immer... Die ganzen Narben, ne? Das ist immer noch Wunde und Narbe. Richtig, das Wundwasser ist noch da und das muss immer trockengelegt werden und das ist natürlich schlimm für mich. Kannst du denn diese Mulde, die du da in deinem Gesicht hast, dieses Loch, kannst du das selbst auch etwas reinigen oder müssen da immer Ärzte ran? Mit Watte muss ich das reinigen, ja. Ja, also von etwas so, ich darf nun mal nicht so viel, wenn da jetzt zu viel Wasser drin steht oder so, da muss ich natürlich ins Krankenhaus. Also so ganz normal duschen und so kannst du gar nicht? Nein. Was? Hast du Schmerzen, permanent Schmerzen? Nicht mehr. Also ein Jahr lang hatte ich natürlich Schmerzen, das liegt jetzt 2 Jahre zurück. Mhm. Ein Jahr lang hatte ich natürlich Schmerzen und das ist natürlich schrecklich jetzt. Wer war denn schuld eigentlich an diesem Autounfall? Das war der andere Fahrer, war das. Also der vor euch fuhr, oder? Der hinter mir fuhr. Der hinter euch, also jemand ist raufgefahren. Richtig, richtig. Ja, hatten wir gestern auch schon so einen Kollegen, so einen LKW-Fahrer, der so volle Kanne solche Scherze macht. Ja, wir mussten also hinterm LKW herfahren und dann ist das natürlich nicht so schnell und er war so ein richtiger, man kann es sagen, permanenter Drängler gewesen. Ne? War das ein LKW-Fahrer, der hinten raufgefahren ist? Nein. Also wir wollten dann den LKW überholen, aber er sauste dann in die Fahrerseite rein. Ne? Also wollte dann noch nicht warten. Jetzt hieß ja das Thema gestern, Menschen haben Angst vor mir und da hast du dich animiert gefühlt, dich bei uns zu melden. Wie sind denn die Reaktionen der Menschen, wenn die dich so sehen, sprich ohne Maske sehen? Also erschreckt, sag ich mal. Ohne Maske traue ich mich schon gar nicht mehr nach draußen, weil eben dann sagen die Kinder, wie gesagt, guck mal Mama, da ist ein Monster oder so. Mhm. Also das ist wirklich schrecklich, ich kann nicht mehr schwimmen gehen, ich kann meine Hobbys nicht mehr nachgehen und sowas alles. Was hast du vorher beruflich gemacht? Ich war vorher Maler. Du kannst den Beruf auch nicht mehr ausüben? Nein, geht nicht. Kannst du überhaupt einen Beruf noch ausüben? Nein. Du bist also dadurch Frührentner geworden? Richtig. Sozialhilfeempfänger? Ja. Leider nur dadurch den Unfall eben bedingt. Ist das dann ein bisschen besser, wenn du mit dieser Maske rausgehst? Oder gucken die Leute da auch hin? Weil man sieht ja, dass da irgendwas nicht stimmt, ne? Oder ist das so gut gemacht, dass man das gar nicht sieht? Doch, das sieht man. Also man sieht den Rand von der Maske nun mal und man kann sich das so vorstellen, dass ja wie so ein Prothesenaufsatz und die Wunde ist ja noch nicht richtig verheilt. Durch 16 Operationen, sage ich mal, ist das zwar schon, ja, wie soll ich das erklären, eben hart. Ne? Diese Maske, wie hält die eigentlich? Hat die eine... Die kann man einfach so reinsetzen. Es gibt ein Haftpulver für und das wird dann draufgesetzt.
ist also wie so ein Gebiss, sage ich mal, nur eben ja. äußerlich. Eben. Wenn du zu Hause bist, ist das für dich angenehm, diese Prothese wieder rauszunehmen? Oder hast du sie ja, doch, ja. Mhm. Nee, weil sie drückt ja doch ein bisschen. Ich habe ein Glück noch meine Lebensgefährtin, die bleibt auch noch, die hat auch die ganzen Jahre bei mir gestanden, zu mir gestanden. Und die steht weiter zu mir? Und sie steht weiter zu mir. Toll, toll. Ja. Also das finde ich, muss ich ja sagen. Guckst du dich selbst oft im Spiegel an? Nein. Nee. Also ich sage mal, es ist für mich also eine sehr seelische Belastung. Ne? Das glaube ich. Eben, ja. Und wie gesagt, ich kann keinen Beruf mehr ausüben. Mit 24 Jahren ist das natürlich... Ja, du bist voll aus deiner Lebensplanung herausgerissen worden, ne? Richtig, was du früher vorhattest. Und das ist vor 2 Jahren, und dieses Unglück ist vor 2 Jahren passiert, sagst du. Wie viele Wochen oder Monate hast du in Krankenhäusern seitdem zugebracht? Also nach dem Unfall lag ich dann 1 Jahr im Krankenhaus. 1 Jahr? Insgesamt, ja. Mit Rehabilitation und sowas alles. 1 Jahr im Krankenhaus? Ja. Hat man dich denn im Krankenhaus so psychologisch etwas darauf vorbereitet, auf dieses schlimme Schicksal, weißt du? Ja. Weil ich hatte vorher mein Gesicht nicht sehen können, durch die Operation eben. Diese Mulde, die haben sie dann immer ausgestopft mit Watte und mit... Wie lange nach dem Unfall hast du denn zum ersten Mal einen Spiegel vor dich gehalten und du konntest alles sehen? Das war erst, so sag ich mal, nach 8 Monaten. Also diesen Moment wirst du dein Leben lang nicht vergessen wahrscheinlich. Nein. Was ist da in dir vorgegangen, als du im Krankenbett vielleicht saßt oder wo, oder standest im Krankenhaus und guckst dich an, die Hälfte des Gesichtes ist weg, du hast eine tiefe Mulde, es ist alles noch sehr, sehr entzündet. Also ich bin erstmal bald zusammengebrochen, also das war erstmal ein Schockzustand für mich und die Ärzte haben mich dann immer ein bisschen beruhigt und haben gesagt, man kann das heute mit Prothesen aus. Klügeln, sag ich mal. Und das dauert aber jetzt noch ungefähr 1 Jahr, bis das erstmal richtig angepasst ist, dass man auch keinen Rand mehr sieht, dass man das wegtuschieren kann. Ja. Und das muss ja wahrscheinlich auch erstmal richtig verheilen alles, ne? Richtig. Das ist ja auch noch nicht so. Nur das dauert eben seine Zeit. Ne? Das heißt, du bist permanent mit diesem schweren Unglück beschäftigt, ne? Richtig. Permanent. Ja. Du hast erzählt, dass deine Freundin zu dir gehalten ist, zu dir gehalten hat und bei dir geblieben ist, was ja schon eine tolle, wirklich tolle Sache ist. Man hört immer wieder andere Geschichten, wo die Partner dann verlassen werden nach solchen Schicksalsschlägen. Wie ist es denn mit anderen Freunden? Hast du es auch bemerkt, dass Leute sich von dir abgewandt haben? Ja, einige, ja, richtig. Mhm. Also es gibt aber noch feste Freunde, also sehr gute Freunde, die auch wirklich zu mir gehalten haben. Die haben immer gesagt, Kopf hoch, das geht schon weiter und das hilft mir auch einiges. Das ist enorm wichtig, glaube ich. Enorm. Ja, wie ist es so mit der Familie, mit Eltern oder? Die halten also wirklich alle zu mir. Alle zu dir. Ja, ich muss sagen, das klappt noch alles. Du kannst auf dem anderen Auge aber noch ganz normal sehen. Das ist alles so wie früher. Kann ich noch sehen, ja. Hat denn dieser Unfall zusätzlich noch andere Begleiterscheinungen mit sich gebracht bei dir? Ist das Gehirn irgendwie beeinträchtigt oder hast du am Körper noch irgendwelche Verletzungen gehabt? Also das Gehirn wurde nicht beeinträchtigt. Das wurde ja, also wie gesagt, wurde nur die Schädelplatte, also der Schädelknochen entfernt. Das Gehirn hat ein Glück nichts mitbekommen. Und sag ich mal, ich habe noch zwischendurch Angsterscheinungen eben. Aber so vom Körper her, du kannst dich normal bewegen und laufen, du hast sonst keine... Richtig. Bewegen, laufen kann ich eigentlich ganz normal. Wie sind denn jetzt so deine Hoffnungen und deine Pläne? Du bist ja erst 24, ne? Ja, 24 Jahre alt. Ja. Was wäre so das, was du noch, was erreicht werden könnte? Wohin? Also ich würde gerne wieder arbeiten wollen. Aber in einem anderen Beruf wahrscheinlich dann, ne? Richtig. Irgendwie im kaufmännischen Bereich oder sowas. Ja. Also für mich wichtig, dass ich später vielleicht auch mal ein Kind haben kann. Ja. Und nur ich habe eben diese Befürchtung, dass mein Kind dann irgendwann sagt, ach, ne, wenn er sieht, dass die anderen Väter ganz normal aussehen und mein Vater ist nun mal... Glaube ich nicht, Sven. Glaube ich nicht. Wenn das Kind, das Kind wächst damit auf und das ist völlig normal dann. Und wichtig ist für das Kind, dass du es liebst und gut behandelst. Ich glaube nicht, dass du deshalb schlecht dastehst deinem Kind gegenüber. Die Sorgen würde ich mir überhaupt gar nicht machen. Ja. Was hat dieser wirklich sehr schwere Schicksalsschlag so mit dir angerichtet?
Was würdest du sagen, was hat sich seitdem so ganz radikal geändert, abgesehen von den praktischen Dingen, dass du nicht mehr arbeiten kannst und so? Ich meine so in der Lebenseinstellung. In der Lebenseinstellung, sag ich mal, hat sich eigentlich nicht viel geändert. Nur eben die ganze Zeit im Krankenhaus gewesen und man muss sich natürlich erstmal wieder anpassen können an dem Umfeld, an den Leuten, die Reaktion eben. Ja, ich meinte so mit Lebenseinstellung, es wären ja zwei Möglichkeiten vielleicht da. Die eine Möglichkeit ist, dass du schon oft gedacht hast, ach, wäre ich doch gestorben bei dem Unfall, dann müsste ich das nicht aushalten. Oder die andere Möglichkeit wäre auch, dass du vielleicht noch intensiver das Leben wertschätzt als vorher vielleicht. Also ich schätze das Leben auf jeden Fall. Nur als ich mich das erste Mal eben im Spiegel gesehen habe, dachte ich auch, oh Gott, nee, also das ist kein Leben für mich. Ne? Wäre ich doch gestorben, sag ich mal, so in dem Gedanken eben gespielt. Ne? Aber das ist heute anders. Richtig. Ist heute anders. Du fasst Mut und du hast auch einen Traum, nämlich vielleicht wieder einen Beruf zu ergreifen, und vielleicht eine Familie zu gründen und du hast deine Leute um dich herum. Das ist ja alles sehr wertvoll. Richtig, ja. Lieber Sven, ich wünsche dir wirklich von Herzen, dass es weiter bergauf geht, dass das alles gut verheilt, dass die Prothese gut aufgesetzt werden kann und dass du, wie gesagt, halt auch beruflich vorankommst. Gut, ich bedanke mich. Ich bedanke mich auch und alles Gute. Dankeschön. Auf Wiederhören. Wiederhören. 1.41 Uhr, kleine Pause. Nur 41 und 55 Sekunden, hier ist Radio 1 Live, das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute haben wir eine freie Themennacht. Das heißt, ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 5678 111. Im Internet gibt es Schmankerln über zu Domian, nämlich über 1live.de und über nachtlager.de. Und ich empfehle euch wirklich sehr, nachtlager.de mal anzuklicken. Das ist eine Fan-Seite, eine Fan-Club-Seite. Fan-Club kann man nicht sagen, die ganz toll gestaltet ist. Und der Gordon, der dafür verantwortlich ist, macht sich da sehr viel Mühe. Also nachtlager.de. Faxnummer könnte ich euch auch nochmal sagen. 0800 5678 111. Ganz international heute mit der Post hier. Post aus England habe ich bekommen. Ein Brief von Frau Gusti Mann aus, ich weiß nicht, was ist es, Holmfirth oder so ähnlich. Die schreibt: Lieber Domian, deine Sendung ist so offen und ehrlich. Leider nicht lang genug, aber vielleicht ändert sich das ja in der Zukunft mal. Habe auch eine kleine Macke, die dich betrifft. Jeden Abend wette ich, welches Hemd trägt Domian heute Nacht? Das braune mit dem Hirsch oder das rosane mit der Blume? Und wie oft, das ist auch schön, und wie oft fällt das Wort Orgasmus? Ich glaube, heute noch keiner, ne? Nee. Ich glaube nicht, dass solche Themen hier bei uns in England erlaubt wären, da fielen so manche vom Hocker. Ein großes liebes Dankeschön an den Westdeutschen Rundfunk in Köln. So, und hier noch was sehr Schönes. Nina aus Travemünde schreibt: Hi Domian, ich muss dringend was wissen. Dickes Ausrufungszeichen. Ich muss dringend was wissen. Es geht bei uns das Gerücht um, dass du mit Christian Wunderlich zusammen bist. Meine Kölner Freundin hat dich mit ihm beim Deutschen Fernsehpreis gesehen. Meine Kölner Cousine hat euch in Köln in einem Restaurant beobachtet und ich habe gelesen, dass ihr zusammen in einer Gay-Disco wart. Also, seid ihr wirklich zusammen? Nein, Nina, definitiv nicht. Definitiv sind wir nicht zusammen, wir sind befreundet, aber wir sind nicht zusammen. Klares Dementi, keine Gerüchte weiter. Christian Wunderlich und Domian sind nicht zusammen. Punkt. So, das war es erstmal von der Post hier. Jetzt bin ich gespannt,
und freue mich, dass Tanja hier ist. Tanja ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Tanja. Schön, dass das geklappt hat. Mensch, finde ich auch. Da freue ich mich drüber. Über was reden wir? Wir reden über eine ziemlich verfahrene Situation, in der ich im Moment stecke. In Sachen Liebe? Mhm. Ich dachte es mir schon. Und zwar habe ich, also ich spiele schon seit Jahren Handball. Wohnst aber nicht in Gummersbach? Nein. Nein. Absolut nicht. Ich komme aus dem Ruhrgebiet. Ja. Und ich habe eine Affäre mit meinem Handballtrainer. Mhm. Wie lange schon? Ja, es fing so alles letztes Jahr an. Mit E-Mails, also ich kenne ihn schon super lange. Wie alt ist denn der alte Handballtrainer? Der ist 32. Ah ja. Geht ja, ich dachte, der wäre 57, dachte ich so. Nee. Handballtrainer, du bist 21, er ist 32. Ja, das, wenn das jetzt alles wäre, aber das ist eben nicht alles. Erzähl uns alles. Er hat letztes Jahr geheiratet. Und ich habe seit Anfang des Jahres auch einen Freund. Moment, er hat geheiratet und da lief das mit euch schon? Da fing das an. Und du hast dich auch auf einen neuen Freund eingelassen, obwohl du den Handballtrainer im Hinterhalt hast? Ja, Anfang des neuen Jahres eben. Und die beiden kennen sich auch. Und ich kenne also meinen neuen Freund jetzt auch schon lange. Ich war auch schon mal mit ihm zusammen. Und ich bin auch eigentlich froh und ich habe den auch total lieb. Und ich weiß auch, was ich ihm damit antue. Und was genau, wie genau läuft denn eure, ich gehe mal davon aus, dass das eine ganz geheime Beziehung ist. Ja, absolut. Das wissen nur ihr beide wisst das. Ja, und eine Freundin von mir. Eine Freundin. Ich jetzt auch mal ganz lieb grüße, weil die hört bestimmt zu. Wie oft seht ihr euch? Wir sehen uns nicht sehr oft, zweimal in der Woche. Ja, immerhin. Vielleicht. Also es kommt halt drauf an, so mit dem Training und so. Und dann ganz geheim irgendwo bei dir zu Hause, bei ihm? Ich wohne noch nicht alleine und wie gesagt, er ist verheiratet. Also es läuft dann meistens so ab, dass man sich irgendwo im Auto sieht oder... Ich wollte gerade sagen, das Ruhrgebiet ist ein Dorf, ne? Da spricht sich das schnell rum, wenn ihr sportlich da noch aktiv seid. Könnt ihr euch da gar nicht irgendwie in irgendwelchen Kneipen verabreden oder so? Nee, überhaupt nicht. Das Ruhrgebiet ist natürlich eine große Ansammlung von großen Städten. Jetzt keine Protestbriefe schreiben. Ich meine jetzt nur, sowas spricht sich natürlich schnell rum. Ne? Im Auto. Ja, es ist unglaublich. Ne? Es ist jetzt muss ich ja meine Freundin aus England mal eben Rechnung tragen. Hattet ihr denn im Auto schon mal einen Orgasmus? Hattet ihr? Nicht wirklich. Nicht wirklich? Aber fast. Ja, es ist alles total verfahren. Das Schlimme ist eben auch, dass er mich so ein bisschen, wie sagt man, eingeführt hat oder, also er ist jetzt auch mein erster Mann gewesen und ach so. Das kommt auch noch dazu. Du hast noch gar keinen Freund vorher gehabt. Ich hatte schon Freunde, aber ich war eben noch Jungfrau. Und ach so, aber du hast jetzt deine ersten sexuellen Erfahrungen mit ihm gemacht. Richtig. Deswegen komme ich, glaube ich, auch nicht davon los, weil es mich schon irgendwie, weil er mir auch wichtig ist und weil... Bist du denn, liebst du ihn? Das weiß ich eben nicht. Weißt du, was mich ein bisschen stutzig macht? Nein, ich muss anders fragen. Voriges Jahr, als das so anfing, könnte ich mir vorstellen, dass du dich schon so ein bisschen verliebt hast in ihn. Ja, es ging eben, also wir mochten uns immer schon. Also wie gesagt, ich kenne ihn schon seit 10 Jahren oder so. Also ich spiele schon ewig Handball und es fing halt so mit E-Mails an. Darauf hat sich das so aufgebaut und dadurch habe ich ihn auch besser kennengelernt. Hat er den ersten Schritt gemacht oder du? Ich weiß das nicht mehr. Du weißt es nicht. Ich glaube, es fing einfach durch so eine E-Mail irgendwie an. Aber da hatte er natürlich schon auch seine Beziehung. Ja, dann da war es auch mit der Planung der Hochzeit und all sowas. Und ich hatte auch ein super schlechtes Gewissen am Anfang. Ich wusste überhaupt nicht, wie ich damit umgehen sollte. Ja, wobei er das schlechte Gewissen erstmal haben sollte. Ja, gut, klar, aber ne, wie das ist. Wie hat er sich denn dir gegenüber so dargestellt und gerechtfertigt, warum er das tut, kurz vor der Heirat? Ja, er hat dann halt auch, ich habe ihm das halt erzählt, dass ich da noch nicht so viel Erfahrung habe und so. Und er hat das immer so dargestellt, so von wegen, ja, ich möchte ja helfen so ein bisschen und ist das schon in Ordnung. Und also er hat das immer ziemlich locker gesehen und das hat mich auch... Vielleicht hat er ihn das einfach nur angetörnt, eine Jungfrau da zu haben. Nimm mal ganz böse. Ja, das ist wirklich böse. Diese Gedanken sind mir auch schon gekommen. Hat er denn mal zu dir gesagt, ich liebe dich oder ich bin verliebt? Gar nicht. Gar nicht. Aber das sag ich auch nicht, weil... Wenn ihr euch trefft, was macht ihr denn dann außer ein bisschen fummeln?
reden schon. Also es ist jetzt nicht nur Sex oder das Gefühl habe ich eben nicht. Wenn ich nur dieses Gefühl hätte, dann wäre es, glaube ich, schon zu Ende. Also da ist schon ein bisschen mehr. Bei dir, aber du guckst ja nicht in ihn rein. Ja, aber... Redet ihr denn jetzt offen so über eure Beziehung, was das ist und wie es weitergehen soll? Ja, also es war sogar schon mal so weit, dass ich eben, bevor ich mit meinem neuen Freund zusammengekommen bin, da einen Schlussstrich unterziehen wollte. Und was sagte er da? Was auch gesagt hat. Und es war auch soweit okay, nur dann bin ich wieder schwach geworden. Also das war wirklich so... Was heißt das? Hast du dich bei ihm gemeldet? Oder? Nee, wir haben uns irgendwie, das war irgendwie eine Angelegenheit eben vom Verein, irgendwie handballmäßig, weil ich da auch ein bisschen engagiert bin. Und da sind wir halt so irgendwie zusammengekommen und dann... Wie ging es wieder los? Ja, und das, also wenn es wirklich nur Sex wäre, dann... Aber dennoch, die Frage war, redet ihr über eure Situation im Moment und auch wie es weitergehen soll? Wenn ihr... Nicht? Also wie gesagt, es gab dieses eine Gespräch, wo ich versucht habe, das zu beenden und... Gut, aber das ist ja wahrscheinlich eine Weile her schon wieder, dieses Gespräch. Ja, es ist schon... Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen? Heute. Heute. Und hattet ihr Gelegenheit, auch alleine miteinander zu sein und zu reden? Ja, und ich war irgendwie sehr... Also bei mir ist das wie so eine Achterbahnfahrt. Ich bin da oft emotional sehr weit oben und dann wieder ganz weit unten. Und ich war heute... Ich bin einfach gegangen, also es ergab sich so nicht. Wenn ihr euch so seht und alleine seid, geht es denn doch eher so von ihm aus schnell in so eine erotische Richtung, dass er zärtlich zu dir ist? Und ja, schon. Das schon. Also es findet wirklich nicht so viel verbale Kommunikation statt? Doch, auch. Aber das andere eben auch sehr schnell direkt am Anfang. Ja, eigentlich schon. Hat er denn über seine Beziehung zu seiner Frau schon mal mit dir geredet? Das ist kaum Thema. Das möchte ich auch nicht so ansprechen und er spricht es auch nicht an. Und ich muss dazu sagen, seitdem ich mit meinem Freund zusammen bin, ist es nicht zum Geschlechtsverkehr gekommen. Zwischen dir und deinem Freund? Nee, auch. Also, zwischen dem Trainer und dir? Ja, genau. Weil ich denke irgendwie so, wenn das jetzt passiert, dann... Ich meine, ich habe ihn sowieso schon betrogen, meinen neuen Freund jetzt, weil es sind halt schon andere Sachen passiert. Aber du hast gerade so ein schnelles Auch gesagt. Interpretiere ich daraus, dass du mit deinem Freund auch noch nicht geschlafen hast? Genau. Weil du so verspannt und verkrampft bist? Weil ich weiß nicht, woran es liegt. Ich glaube, es liegt daran, weil er so eine total treue, liebe Seele ist und Angst hat da irgendwie, dass er zu schnell irgendwas tut, weil er jetzt nicht weiß... Ach so, er ist zurückhaltend. Ja, würdest du denn, wenn er jetzt auf dich zugehen würde? Ich denke schon. Du denkst schon, ja. Und ich meine, so von wegen, dass er nur auf Jungfrauen steht, darüber habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Nur der Trainer? Ja. Aber wie gesagt, es fing letztes Jahr irgendwie an und ich habe erst im Dezember mit ihm zum ersten Mal... Wann hast du ihm das denn eigentlich gesagt, dass du noch keinen Geschlechtsverkehr hattest? Das ergab sich irgendwann durch die E-Mails, als sie dann halt alles ein bisschen... Und hast du so bemerkt, dass er danach noch schärfer wurde? Auf dich? Nicht wirklich. Ich meine, er kannte mich ja. Er wusste ja, wie ich bin. Und wahrscheinlich hat er sich sogar schon gedacht. Also er wusste, dass du nicht gerade einen Mann nach dem anderen abschleppst. Genau, und so das weiter. Hat er ja schon gemerkt. Er hat sich wahrscheinlich gedacht, was ist mit der los? Steht die vielleicht auf Frauen oder so? Nein. Jetzt sag mir mal bitte deine Gefühle zu deinem jetzt wirklich neuen Freund. Das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Also... Ich habe ihn wirklich total gern und ich hoffe, dass sich da noch mehr entwickelt. Und ich möchte das jetzt auch nicht irgendwie beenden oder so, weil ich... Begehrst du ihn? Ich glaube, ein bisschen, aber dadurch, dass die andere Geschichte... Ich glaube, diese... Es könnte sein. Begehren ist eher so in der anderen Richtung irgendwie, beim Trainer. Also den begehrst du mehr? Ich denke schon. Den Trainer. Sonst wird das alles gar nicht passieren, glaube ich. Also du hast da auch schon die Erfahrung gemacht und weißt, was da so ist und wie das ist. Ja, und dass das halt schön ist und ich weiß nicht. Also weißt du, Tanja, ich habe dabei generell erstmal ein ungutes Gefühl, in was du dich da rein verstrickt hast. Einmal geht das nicht. Du kannst nicht nebenher diese Beziehung haben und gerade einen neuen Freund haben. Das geht einfach nicht, weil du nie dich auf deinen neuen Freund wirklich einlassen wirst können, weil du schlechtes Gewissen hast, du bist verkrampft, wirst vielleicht auch gar nicht Spaß an der Sexualität haben. Ich glaube, dass dieser Trainer deine Beziehung zu diesem neuen Freund sehr blockiert. Ja. Vorausgesetzt, er ist der Richtige, das weiß ich ja nicht. Vielleicht ist er auch gar nicht mal der Richtige, der neue Freund. Aber um das rauszukriegen, musst du eigentlich den Trainer erstmal aus deinem Leben herausschaffen. Ja, ich habe es schon versucht und das ist irgendwie, so wie du das jetzt gerade beschrieben hast, ich will ihm nicht Unrecht tun, aber es klingt schon irgendwie wirklich so, als
würde er sich da so das zarte, junge Mädchen ranholen und sich seine Erotik und Sexualität auch sich bedienen lassen? Mhm. Wer weiß, wie das zu Hause läuft mit seiner etwas älteren Beziehung. Mhm. Wahrscheinlich, wenn er jetzt verheiratet ist, die kennen ja. Die sich ja unter Umständen länger. Und du bist nur, jetzt mal ganz böse und krass ausgedrückt, das Betthäschen. Ja, das sagt mir meine Freundin auch immer. Ja. Und irgendwie, dazu kommt noch, dass die jetzt auch ein Kind erwarten. Das ist jetzt noch so das Top, das Ganze noch. Und damit kann ich auch erst recht nicht umgehen. Weiß er eigentlich, dass du einen Freund hast? Wie gesagt, die zwei kennen sich. Ja, aber er weiß auch, dass der dein Freund ist. Natürlich, das ist ihm egal. Nein, das ist ihm nicht egal. Hat er da was zu gesagt? Hat er sich sehr eifersüchtig geäußert? Er hat sich schon mal eifersüchtig geäußert und er war auch irgendwie sehr sauer, dass ich ihm das nicht sofort erzählt hatte. Mhm. Also ja, wobei er hat überhaupt gar kein Recht, da eifersüchtig zu sein und da irgendeine Szene zu machen. Ja. Die Gefahr besteht in der Tat, Tanja, dass dieser Mann dich ausnutzt, dass der auch deine Unerfahrenheit, sag ich mal, deine Zartheit und deine Unerfahrenheit ausnutzt und dich nebenher so als Schmankerl, als Praline im Leben benutzt. Und es geht nur die Radikalmethode, glaube ich. Ja, aber das ist eben schwierig, weil wir ja auch uns immer sehen werden. Selbst wenn ich jetzt versuche, da radikal ranzugehen, ich werde ihn immer wieder sehen und ich werde immer wieder daran denken. Und kannst du nicht woanders trainieren, bei jemand anderem? Ich bin mit dem Verein groß geworden und irgendwie... Gut, aber irgendwann musst du erstmal Prioritäten setzen. Was wichtiger ist, der Handballverein oder deine Aufrichtigkeit für dich selbst und eben auch deine neue Beziehung. Ja. So kann es nicht weitergehen. Ja. So, und wenn du dich für dich entscheidest, ich will einfach von dem Trainer loskommen, dann musst du vielleicht auch schmerzliche Einschnitte machen, wenn du es auf normalem Wege nicht kannst. Mhm. Ne? Du kannst es ja erstmal versuchen. Ein Versuch ist fehlgeschlagen. Dennoch solltest du auch nochmal einen zweiten machen oder einen dritten auf jeden Fall. Mhm. Aber du solltest es tun und du solltest ihm auch klar sagen, pass auf, ich fühle mich dabei unwohl, ich möchte, dass wir keinerlei erotischen Kontakt mehr haben und ich möchte keine geheime Nebenbeziehung mit dir pflegen. Ja, wenn es so einfach wäre. Ja. Also es ist immer diese Vernunft da und dann wieder dieses Bauchgefühl und irgendwie der Bauch gewinnt immer. So, oder aber die Alternative ist, wenn du größere Gefühle für ihn hegst, aber das kannst du dir wahrscheinlich völlig abschminken, ihm zu sagen, ich möchte mit dir zusammen sein. Ah, nee. Ja. Also das weiß ich eigentlich auch. Das ist wieder so diese Sache, die ich eigentlich für mich weiß, dass da nicht mehr drin ist. Also raus aus deinem Leben. Dieser Mann muss raus aus deinem Leben. Ja. Und wie sauer wärst du an der Stelle deines neuen Freundes, wenn da umgekehrt sowas laufen würde? Ja, natürlich. Ne? Jedes Mal, wenn du deinem Freund ins Gesicht guckst, den du ja sehr schätzt, das scheint ja ein sehr ordentlicher Junge zu sein. Ja, auf jeden Fall. Ja, kommst du dir blöd vor. Ja. Und du wirst immer kleiner. Je länger du die Situation so laufen lässt, desto kleiner wirst du dich fühlen. Mhm. Das ist schon Grund genug, es auf jeden Fall zu unterbrechen, mit allen Schwierigkeiten und Wenn und Aber, die damit verbunden sind. Hm. Ja. Wie reagiert er denn darauf, wenn du damals, als du gesagt hast, ich will nicht mehr? Ja, das war irgendwie so ja, okay. Mhm. Da habe ich mal wieder, mehr ist dir das nicht wert? Also da war ich echt total erschüttert irgendwie. Mhm. Und dann im Nachhinein kam aber so, ja, es wird wohl das Richtige gewesen sein. Und weißt du, das Schlimme ist jetzt, dass der... So intuitiv vielleicht auch denkt, ach, die kleine Maus, die soll jetzt mal sagen, die soll mal ruhig Nein sagen, die krieg ich schon wieder nach einer gewissen Zeit. Mhm. Und das musst du dem vermitteln, dass du keine kleine Maus bist, sondern dass dein Wort Gewicht hat. Und wenn du sagst Nein, dann ist es dann aber auch Nein. Mhm. Ja, ich glaube echt, dass er mir so das kleine Mädchen sieht. Mhm. Hat ja, er heute auch wieder gesagt. Das war siehst sehr du? Schön. Ja, da geil, ich sag's nochmal vulgär, daran geilt er sich auf. Mhm. So, das darf nicht weiterlaufen. Ganz, ganz wichtig für dich und dein Leben. Ja. Alles Gute. Alles Liebe und alles Gute, Tanja. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute und für diese Woche. Ich bedanke mich bei meinen Leuten im Hintergrund. Bei Thomas Reinke, Wolfram Spikowski, Jan Hölz, Anne Buchholz, Dirk Winhüsen, Christian Part, Pamela Koppay und Elke Büchter. Unsere Themen nächste Woche lauten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Sexfalle. Die Sexfalle. Oder in der Sexfalle. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt das Thema Hätte ich das bloß nicht getan. Ich wünsche euch ein schönes und gutes Wochenende
und hoffe, dass wir uns in alter Frische wieder sehen und wieder hören in der Nacht von Montag auf Dienstag. 1 Uhr Radio 1 live, 1 Uhr WDR Fernsehen und ab 0 Uhr könnt ihr uns hier telefonisch unter der bekannten Nummer schon erreichen. Alles Gute, bis nächste Woche. Ciao und bye bye.